Hey Leute, wir werden heute die erste Nacht hier verbringen. Die wird mehr Camping als alles andere sein, aber das ist ja nicht schlimm. Und ich finde sie jetzt schon schön. Auch von der Aussicht her ist das super hier. Ja, wir werden natürlich im Haus schlafen, klar. Wir haben unsere Campingklamotten dabei, Luftmatratze und Co. Campingmatratze, Schlafsäcke etc. Aber ja, ich glaube, es wird gut. Ich denke schon. Das wird schon schön hier. So, wir haben Freitag. Wir haben uns von unserem Steinhaufen diverse Steine genommen. Die haben wir jetzt hier rübergebracht. Da ist eine kleine Kuhle. Und da werden wir jetzt gleich eine kleine Feuerstelle basteln, weil wir ja keinen Herd hier haben und nichts, damit wir hier ein bisschen Happy Happy machen können und unsere Suppe warm machen können. Jo, und da basteln wir jetzt rum. Ein bisschen. Wir haben jetzt unsere Lego-Bausteine genommen und werden hier wahrscheinlich heute kochen, weil wir haben Hunger. Ja, so sieht's mal aus. Holzkohle haben wir noch ein bisschen, die müsste hier sein. Magst du mal den Grill aus dem Ofen holen? Den ja. Brauchen wir nämlich, den alten Grill, weil wir schmeißen den Herd sowieso weg. Und hier, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir noch, oh, wir haben noch 2 Säcke Holzkohle, 3 Säcke Holzkohle, 4 Säcke Holzkohle. Wir haben 5 Säcke Holzkohle. Holzkohle-Briketts. Wir haben auch Spiritus da. Na, das ist doch was. Damit werden wir auf jeden Fall unser Futter kochen können. So, Leute, wir gucken mal, was die Mary macht. Ja, genau. Ich habe die Hölzer hier gesucht. Die Hölzer hat sie gesucht. Der Kater sitzt hier vor dem Napf. Echt? Der hat Hunger? Katze sitzt vor dem Napf? Der hat Hunger, ne? Ja, aber ich will das jetzt nicht da reinmachen, wenn er ist das zweite. Kann Mach ich doch. Gleich noch machen. Ja, wie gesagt, Leute, also heute Feuerchen machen. Heute wird lecker gegrillt. Und dann schauen wir mal. Vielleicht finde ich noch eine Schale, die ich da unten reinpacke. Hier haben wir jetzt das Grillrost, provisorisch. Ne? Ich gucke mal, ob ich da unten noch eine Schale reinpacken kann, damit ich später einfach die Asche rausnehmen kann. Da werde ich mich mal auf die Suche machen. Nicht wahr? Let's such. Leute, es wird sehr dunkel gerade. Es ist, ich weiß nicht, wie spät es ist. Auf jeden Fall ist unser Grill fertig.
Hier haben wir den Grill raus von dem alten Ofen, den wir wegschmeißen. Hier unten ist ein Backblech drin. Darunter sind diese Steine, reihenweise. Rechts und links sind diese Backsteine. Wie gesagt, da werden wir jetzt unser Essen gleich drauf machen. Ein paar Würstchen, ein paar Buletten und was wir haben. Dann noch eine Suppe. Da ist die Kohle. Und dann machen wir hier einen entspannten. Ja. Gucken wir mal, wie es so wird. Mary hat die Katze gerade gefüttert. Die hat versucht zu miauen. Lustig. Und Leute, es ist hier einfach Totenstille. Man hört gar nichts. Man hat Angst, hier zu laut zu sein. Schon creepy. Die erste Nacht. Hier. In unserem ehemaligen Lost Place. Ja. Kommt da einer? Nee, ich hoffe nicht. Ich habe meine Kopflampe rausgeholt, damit wir hier auch was sehen ein bisschen. Was er hier jetzt macht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall guckt er jetzt. Ja, hol doch mal Holz. Ich will ja gar nichts von dir. Ja, ja. Das ist die Holz-Mary. Die Holzfrau. Die holt jetzt Holz. So, wir haben hier nichts, leider nichts anderes gefunden. Also haben wir jetzt so eine Kerze hier genommen. Die haben wir uns hier mal hingestellt. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier funktioniert. So. Kohle ist drauf. Kann die nichts mehr machen? Wieso, was ist denn? Nee, alles gut, Schatz. Hä? Wir machen mal hier ein bisschen. Was ist das denn ja, hier? Ja, da kommt es rein, was ich schon vorbereitet habe, ready to go. Aber in meinen Topf will ich meine Suppe haben. Obwohl, wir können erstmal das essen. Ja, wir essen auch erstmal das. Die Büchsen wären nicht schlecht, aber das Zeug hier muss als erstes weg. So, jetzt haben wir hier vier Buletten noch. Die haben wir noch gemacht. Jetzt sehen wir nochmal die Pfoten waschen. Und wisst ihr was? Ihr kommt erstmal mit, damit ihr seht. Man wie sieht wir hier überhaupt unsere Pfoten waschen. Aber der Eimer ist fast voll. Was macht, wenn er voll ist? Da sind Sachen drin. Na, den kipp ich raus. Ja, aber da sind Sachen drin. Den nehme ich raus. So, Leute, hier ist unser Bad. Im Moment ist das unser Bad. Mehr haben wir hier nicht. Mehr gibt es hier nicht. Ich mache mir noch ein bisschen die Fötchen sauber mit ein bisschen Spüli. Nicht so viel. Nee, nur ein Tröpfchen. Schön hier, ne, Leute? Herzlich willkommen in unserem neuen Zuhause. Ah, ist das schön. Aber ey, Leute, die Schlimmeren. So, die Buletten sind fertig. Jetzt packe ich noch die Würstchen auf. Gourmet Lausitzer Leckerbissen? Kommt mal mit. Mhm. Kommt mal schnell mit. Wohin? Kommt mal mit. Nee. Wo gehst du hin? Was machst du denn jetzt? Sieht man das? Ja. Guck mal. Aha. Das ist ja witzig. Hä? Was ist denn? Was ist denn das? Nee, das fällt runter. Nee, das fällt nicht runter. Das ist es ja. Hier, ich versuche hier dran zu zotteln und machen zu tun. So, Leute. So sieht jetzt unser Abend aus. Wir sitzen jetzt hier am Feuerchen. Der Kater guckt da hinten ein bisschen. Der sitzt da, seht ihr? Der guckt uns zu. Der geht nicht mehr weg. Ich höre Geräusche. Ja, ich auch. Ich weiß nicht. Alter, das ist die erste Nacht oder der erste Abend, den wir hier verbringen. Hier, guck mal, ich habe eine olle Decke gefunden. Was? Cool, da willst du auch eine haben. Nee, mir ist warm genug am Feuer. Das ist schön warm hier. Ja, jetzt werden wir unsere Sachen hier schön grillen. Auf einem selbst zusammengestellten Grill. Wir haben ja keinen, das ist ja auch egal. Man braucht auch keinen Grill. Einkaufswagen hätte es auch getan. Wir haben hier unsere kleinen Kerzis. Und ja. Ich muss erstmal auf die Geräusche hier überall klarkommen. Also es ist echt. Die Geräusche. Schon creepy hier. Da geht es übrigens zum Garten, ne? Da ist die Garage. Katze beobachtet uns aus der Ecke.
Immer noch, na toll. Ja, jetzt wird lecker gegrillt. Ja, Leute, wir haben es jetzt 7:05 und wollten nach dem Grillen, nach dem Essen noch ein bisschen spazieren gehen. Aber ja, ich weiß nicht, was soll ich sagen? Ich fühle mich unwohl, weil wir sind irgendwie die einzigen gefühlt, die in unserem Dörfchen gerade unterwegs sind. Wahrscheinlich gucken die auch alle gerade aus dem Fenster und denken sich, Alter, sind die bescheuert? Es ist 7:05, Alter. Warum gehen die raus? Wieso gehen die raus, Alter? Seid ihr wahnsinnig? Ja. Das sind wir übrigens. Ach, man sieht man gar nicht die Schatten. Das ist zu dunkel für. Nicht schlimm. Leute, ja. Gleich verbringen wir die erste Nacht in dem Häuschen. Das wird super, glaube ich. Und jo. Ist halt so. Ist wie das. Ne? Tschüssli. Also irgendwie ist unser Dorf, es hat knapp 200 Einwohner, doch gruseliger als ich dachte. Wie sind die gruselig? Na, ich weiß nicht, ich finde das gruselig. Hier ist nichts. Da liegt Zeug drin. Also ich finde es schon gruselig, doch. Creepy. Creepy Dorf. Also irgendwie, doch. Ganz viel Mörtel drin. Unser Dorf ist gruselig. Ja, Mary bereitet gerade unseren Schlafplatz vor. Na voll. Hier ist es übrigens super warm. Ich werde gleich meine Jogginghose anziehen. Und glaube, T-Shirt reicht hier, so warm es ist. Ich habe gerade noch Holz geholt aus der Scheune. Und habe das gerade noch in den Ofen geworfen. Das sollte eigentlich gleich wieder anballern. Ja, noch nicht, aber geht gleich los, denke ich mal. Dann wird sie wieder schön warm. Wunderbar warm wird es dann hier. Ist es ja jetzt schon. Wir haben ja vor einer Weile schon geheizt. Von daher, ja, schmeißen wir uns hier gleich unsere Campingsachen hin. Ich weiß nicht, ob ich von der Länge auf der Schlafcouch schlafen kann. Das werde ich mal checken. So, die Glut scheint ausgereicht zu haben noch. Ich glaube nämlich, ja, Baby, der ballert. Der böllert. Nice one. Geil. Hammer. Das wird gut. Das wird gut. Das wird gut. Aua! So, Leute. Ja, wir versuchen uns gerade ein bisschen gemütlich zu machen und haben hier mal den Vorwerk eben auseinandergenommen, den alten Kobold 122 zerlegt. Ich habe da eine halbe tote Katze rausgeholt, sprich Fettstaub. Jetzt haben wir hier die Seite schon gesaugt auf dem Boden. Wunderbar, das Ding zieht wieder wie Hölle. Und wir haben hier ein Mäuseloch gefunden, was jetzt nicht so schlimm ist. Da war noch ein Haufen Sand, den machen wir gerade weg. Hier haben wir die Couch vorgezogen und es sieht aus, als wenn die Maus mal in der Couch war. Da werden wir gleich mal runter gucken. Ich meine, die Couch ist jetzt kein Muster. Ich sage, oh schade, die Couch, die war ja hier, ist ja okay. Ich finde die Sesselchen aber, mögen sie jetzt aktuell hässlich sein wie die Nacht, finde ich relativ gemütlich zum Zocken, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken, ob wir die vielleicht beziehen und behalten. Und das ist hier eine Schlafcouch. Die kann man ausklappen. Aber wir gucken mal. Hier war das Mauseloch.
Ich tendiere aber dazu, dass das Mauseloch sehr alt ist. Ihr seht es auch nicht mehr, das war hier. Weil Mary hat da gerade ein bisschen Sand reingekippt, das war instant zu. Also denke ich mal, dass das schon ein bisschen älter war. Und der Rest hier vom Nestbau auch schon älter. Keine Ahnung. Wir machen jetzt hier weiter. Wir saugen hier noch ein bisschen. Ihr zieht euch den Zeitraffer rein. Habt ein bisschen Spaß. Und der Kobold 122 von Vorwerk. Nein, das ist keine Werbung. Der war sponsored bei, war hier schon im Haus. Leistet echt eine gute Arbeit. Cooles Ding. Nice. Dann guckst du so angewidert. Was? Übrigens ist es todeswarm hier. Dieses Ding böllert so krass. Ich habe jetzt gerade noch mal Holz geholt. Habt ihr ja sicherlich gerade gesehen. Ich denke mal, das werden wir vorm Pennen gehen noch komplett da reinfeuern. So auf den Abend immer so 2-3 Stückchen. Und ansonsten wird wahrscheinlich bis morgen früh das Ding sowieso noch warm sein, weil die Kacheln sind so brutal heiß. Kann man nicht mehr anfassen. Hardcore. Geiles Ding, geile Wärme, richtig sexy. I love it. Mir ist so warm, ey. Ich schwitze mal tot. Ja. Leute, wir haben uns entschieden, mal in den Garten zu gehen. Wir haben es 0 Uhr. Das ist mein Atem. So kalt ist das hier. Heavy, oder Leute? Hier ist unser Garten. Sieht ein bisschen creepy aus, oder? Ganz schön dunkel. Das ist die Dinkelheit. Ich mache mal meine Lampe aus und dann gucken wir mal in den Himmel. Da hinten ist jemand. Ein Smarry. So, machen wir Licht aus, Leute. Achtung. Zack. Und jetzt gucken wir mal nach oben. Da links blinkt ein Flugzeug. Da hinten auch. Okay, Sterne sehe ich nicht. Doch, da ist ein Stern. Guck mal, genau in der Mitte. Den kriegt die Cam auch. Warte mal, wo ist der Mond? Da ist der Moon. Kann ich gucken, was für ein Stern das ist? Da ist der Mond. Also hier draußen ist das schon ein bisschen was anderes. Ich sehe hier eine ganze Menge an Sternen. Die sehe ich so nicht. Das ist der Orion. Ja, das sehe ich nicht. Es sieht ein bisschen gruselig aus, ja, das stimmt schon. Leicht creep. Wir können ja mal aufs Feld gehen. Genau. Gehen wir auf unseren Komposthaufen. Oben rauf. Und dann gucke ich mal, wie weit ich gucken kann. Wunderbar. Schlüsselbar. Schlüsselbar. So. Ja, ich mache mal das andere Licht an. Zack. Na, nicht so weit. Es ist noch viel, viel weiter, Leute. So weit kann ich nicht gucken. Also meine Funzel hört auf jeden Fall vorher auf. Hilfe. Was machst du da? Da kann man gar nicht drauf stehen. Nee, ist ein bisschen wabbelig. Ja, das meine ich. Deswegen müssen die Dinger hier weg. Die lösen sich alle auf. Die Betonpfeiler hier. Okay, ich versuche mal wieder zurückzukommen irgendwie. Wie wieder hier runter zu kommen. Shit. Ich bin der Trottel, ey. Komme ich jetzt hier runter? Springen. Springen ist geil.
Gott. Oh Gott, oh Gott, um Gottes Willen. I'm still alive. Mary ist sehr müde. Ich bin müde. Wir haben unsere Campingluftmatratze aufgepumpt. Wir haben unser Campingzeug einfach mitgenommen. Ich habe leider Marys Schlafsack nicht gefunden. Und ich dachte, Mary hat ihren gefunden, aber sie hat meinen gefunden. Ist aber nicht schlimm. Ich brauche keine Decke, glaube ich. So, dann hier. Lassen wir mal runter, die Schicht hier. Das ist unsere Isomatte, unsere aufblasbare Isomatte für unser Zelt. Und hier habe ich nach langem Suchen einen alten Bundeswehr-Schlafsack gefunden. Willst du den mal auspacken? Da ist er. Ist doch der mit Ärmeln, oder? Nee? Dann ist es doch deiner. Okay, dann fehlt tatsächlich meiner. Dann ist es der Bundeswehr-Rucksack von Mary. Schlafsack. Dann fehlt doch meiner. Da muss ich meinen nochmal suchen zu Hause. Gut. Jetzt müssen wir das hier aber nochmal runternehmen. Denn dann kommt der erste Laken raus. Du kannst mir mal eine Ecke geben. Das wird heute unser Bettchen, unser Hayabubu-Bettchen. Mary hat lecker Schlafsack. Ich habe leider keinen Schlafsack, deswegen habe ich mir von zu Hause unsere... Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass morgen früh hier sehr kalt ist. Glaubst du das wirklich? Nee. Hier ist zwar noch Holz, aber ich lege jetzt nichts mehr nach. Ich glaube, das ist Quatsch. Das ist zu viel. Nachtlicht leuchtet. Und jetzt machen wir hier unser Bettchen. So Leute, dann wünsche ich euch auch eine gute Nacht. Morgen früh um 8 Uhr steht der Bäcker mit seinem Auto da vor der Türe. Und dann gibt es frische Brötchen. Weil hier gibt es keinen Bäcker in dem Dörfchen. Aber der Bäcker kommt vorbei mit dem Auto. Und der hält genau vor unserer Tür, wurde uns gesagt. Ist super. Also schlaft schön. Haut schön drin. Bis denne. Leute, der Heizkörper halt. Okay Leute, das war jetzt peinlich. Das Fenster ist offen. Das Fenster ist offen und wir haben es glaube ich 2.30 Uhr morgens. Ich glaube, wir haben den Vogel abgeschossen. Erste Nacht. Das ist mein Latschen. Tschüss. Jo. Hast du Hunger, ne? Peter, ne? Hast du Hunger? Komm mal hier. Willst du noch nicht? Hast du Hunger, wa? Ne? Kleiner? Mein Dicker? Hast Hunger, ne? Na komm, brauchst du nicht. Ja, Dicker. Hau mal schön rin. Da tropft's, oder? Wo? Hab ich vielleicht mir eingebildet. Das hat hier aber getropft. Aber wo? Hat es hier getropft? Hat es hier getropft? Das weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. Kaltwasser? Wo kommt her? Da tropft's. Ja. Es tropft hier raus, hier. Ja, okay. Okay. Gut, Tropf da. Das ist natürlich die Frage, wie macht man das fest? Wie wird denn sowas festgemacht? So, wir gucken uns mal die Dachrinne gerade an. Ja, hier ist ein Biotop drin, ne? Weil die tropft nämlich hier. Und die tropft hier. Man sieht's ja. Ja, als allererstes werden wir jetzt mal den Schrotti rausmachen. Auf kurz oder lang muss das Ding sowieso neu. Und dann mal gucken. Das ist ja, wie gesagt, das ist ein Biotop.
wusste ich. Der dehnt sich eh um das Vierfache aus. Echt? Ja. Und den Rest kannst du komplett nachher abschneiden. Und dann ist gut. Hoppala. Ups. Gleiches Fenster zu. So Leute. Wir fahren jetzt nach Hause gerade. Zeckt euch mal den Nebel rein. Alter. Das sieht mal richtig Optik aus, oder? Sogar vor uns, so eine kleine Schwaden. Weiß nicht, ob man das sieht.